Leute, bei einer weiteren Folge Poke. Ich wollte schon MMO sagen, Pokémon Mondweiß. Mir ist letztens ein kleines Missgeschick passiert. Dazu will ich mich kurz äußern. Die Abbruchfolge, also Folge 4, beläuft sich darauf, dass ich einen Doppelkampf hatte. Aber dieser ist noch nicht integriert auf dem Spiel. Das ist ja noch eine Demo. Und darum ist das Spiel dann abgeschossen. Ich hatte nicht gespeichert, das heißt, alles war weg. Ich musste alles wieder machen. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich alles so versucht auf ein Level zu bringen. Also was heißt auf ein Level, auf das gleiche Level. Den Radioturm habe ich jetzt soweit fertig. Den hier. Und dann würde ich jetzt mal in die Arena gehen. Ich weiß noch nicht, was uns da erwartet. Ich habe noch nicht reingeguckt. Aber wir werden es dann sehen. Okay. Oh, zwei Ladybars. Ja, das. Was ist das? Achso, ich dachte, das ist irgend so ein anderer Baum. Oh, hat gerade gelegt. Oh. Tackle. Ich hoffe, mein Ruppi schafft das. Komm, komm, komm. Noch einmal überleben. Ja, das ist doch geil. No. Komm auf Level 5. Ich mach jetzt, ich spende hier einfach jetzt haben. Tackle für die EP. Ah. Komm schon. Ah. Ah, komm, jetzt einfach immer nur. Wann entwickelt sich das OP eigentlich? Es entwickelt sich. Eine andere Animation. Finde ich ganz gut. Safcon. Ah. Erstmal wieder raus zum Heilen. So. Ich hoffe, die Tonqualität ist jetzt besser. Ich habe das Maximum ist der Spiellautstärke schon auf 1 gestellt, also von 100. Ist trotzdem immer noch sehr laut. Wenn es sich nicht bessert, dann muss ich das leider ausstellen. Ich habe es jetzt nochmal so versucht, weil letztes Mal war es irgendwie ein bisschen zu laut. So. Oh. Kann man gegen die Ladyboss kämpfen? Ja.
Oh, hallo, ich bin Britta. Ich leite diese Arena hier. Die meisten Frauen haben Angst vor Käfern. Aber für mich sind sie mein Ein und Alles. Wie sieht es mit dir aus? Hast du Angst vor Käfern? Nein? Also nach dem Kampf wird es anders aussehen. Okay. Bin schon ganz gespannt. Okay. Eine andere Animation. Finde ich gut. Komm schon, Bebo. Die Schnelligkeit ist eigentlich beim Safgun relativ egal. Was, die hat schon... Nicht schlecht. Oh oh. Wäh? Mein Gift war weg. Ja, Bebo hat's geschafft. Sauber. Ah, Level 8. Ariados. Oh. Boah. So. Ich weiß nicht, ob ich das so packe mit Barlo, aber ich probiere es mal. Was? Oh oh. Was ist denn nicht Schleif? Ist das Absauger? Oh. Ich benutze vielleicht. Also, ich mache nochmal Tickle. Critical! Oh. Oh, das war schon. Starker Gegner. Der hatte es in sich. Habe ich denn vielleicht einen Trank? Ja, habe ich. Naja. Dann geht's mal weiter, würde ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass die schon Ariados hat, dass es so stark ist. Also, ich freue mich eigentlich schon drauf. Auch die anderen Arena-Leiter. Ein paar Kämpfe, die dann mal ein bisschen stärker sind. So. Ich werde jetzt einfach weiter mal Tackle spammen. Das war mir klar. Oder vielleicht mal Harden. Oh.
hoffe, ich pack das noch. Nicht Glück habe, packe ich das noch. Ja. Okay, das war's auch schon mit Beppo. Ich werde jetzt nicht Mutslap machen, sondern einfach immer Tackle Spam. Constrict. Oh, fuck. Wieso denn immer Critical? Ich kann das schaffen. So ist es ja nicht. Ich frag mich nur. Das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Meine Güte. Immer wenn es drauf ankommt. Dann kriege ich Critical. Das ist echt nicht feierlich. Ah. Zeigen die was? Ach ja, habe ich schon gefragt. Ich kann es nicht glauben. Erstmal hart. Speed ist egal. Ich mache jetzt erstmal dreimal hart. Nach diesem Harden werde ich dann angreifen. Ich hoffe mal, das geht gut. Und dass kein Critical kommt oder so. Wenigstens bekommt mein Beppo immer reichlich EP. Oh. Da hat Harden jetzt auch nicht viel genützt. Zum Glück sitzt sie aber voll Restore bei ihrem Weberak ein und nicht bei ihrem Ariados. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ja, zum Glück haben. Zum Glück Harden. Schaff mal. Ah. Critical, ja. Jetzt habe ich mal Critical hier. Oh oh, oh oh, das sieht nicht gut aus. Sieht wirklich nicht gut aus. Das ist jetzt kein Critical. Wieso denn so viel?
gibt es echt nicht. Das gibt es nicht. Naja, egal. Hier werde ich dann auch erstmal diese Folge beenden. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei einer weiteren Folge Pokémon Mond Weiß. Ihr könnt noch abonnieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch auf Murph's Let's Play vorbeigucken, Pokémon Sky Flora. Oder auf unseren beiden Let's Play Pokémon. Pokémon sag ich schon. Star Wars The Old Republic. Und dann sage ich ciao Leute, bis zum nächsten Mal.